Noch ist die Europameisterschaft im eigenen Land voll im Gange und ich bin natürlich auch schon seit Wochen im Fußballfieber. Unter der Saison natürlich immer für meinen Heimatclub, aber jetzt zur Europameisterschaft ist alles schwarz-rot-gold. Und das gilt wohl auch bei Electronic Arts mit EA Sports FC. Eigentlich der perfekte Zeitpunkt für eine Halbzeitanalyse und den Blick auf die kommenden Gegner. Nach 30 Jahren beendeten die FIFA und Electronic Arts ihre Zusammenarbeit. Das Ergebnis? EA Sports FC 24. Bis auf den neuen Namen und ein paar wenige Designentscheidungen tat sich jedoch recht wenig. Was weitergeführt wurde, waren einige Änderungen im Gameplay und neue Features, die zum Release für Chaos sorgten. Aber was kam denn alles neu ins Spiel? Es wurden einige neue Videosequenzen eingebaut, die zunächst für ein Mühe mehr Immersion sorgten. Dann prallte man mal wieder mit einer neuen Engine und noch mehr Realismus. Dazu passend die neuen Playstyles, ein neues Trainersystem, das eine Revolution des Manager-Modus andeutete und einige Neuerungen im Ultimate Team. Nach ganz viel Vorgeplänkel und einigen Deep Dives war es dann am 22. September 2023 endlich soweit. EA Sports FC 24 war da. Nur war es leider nicht ganz so glänzend wie der komische Schlafanzug von Erling Haaland bei der Präsentation. Trotz der vorab angekündigten Neuerungen gilt in EA Sports FC 24 weiterhin das Motto Never change a running system. Statt fehlerhafter Powerschüsse waren es diesmal verbuggte Dribbelskills, die mit den neuen Playstyles und Playstyles Plus ihren Weg ins Spiel fanden. Na, wer hätte denn ahnen können, dass das nach hinten losgeht? Problemlos dribble ich mit Spielern wie Musiala oder Bernardo Silva durch die gegnerischen Reihen und schließe mit einem unhaltbaren Kullerball ab. Zunächst hatte ich die Hoffnung, dass das rasch rausgepatcht wird, ähnlich wie es mit den Lengthy-Spielern in FIFA 23 passiert ist. Die waren monatelang unbezwingbar, doch irgendwann kam man bei EA doch noch auf die Idee zu handeln, natürlich indem man die Spieler einfach unbrauchbar machte. Anscheinend ist man aber so stolz auf die neuen Playstyles, dass man daran nicht rüttelt. Auch heute, 9 Monate nach Release, sind die Spieler immer noch komplett overpowered. Vorausgesetzt, man kann mit den Spielern halbwegs umgehen. Aber zum Glück versprach der Karrieremodus ja eine Revolution. Es sollte der Modus für Taktiker werden. Man konnte Trainer einstellen, man konnte seine Spielstile einstellen. Aber was macht man sich überhaupt Hoffnungen? Der Karrieremodus wurde um ein paar Cutscenes erweitert und die Trainer, die man in sein Team holen kann, sind eher unwichtig. Die Taktikeinstellungen wie Tiki-Taka und Co. sind nett, machten den Kohl aber auch nicht fett. Und auch die Spielerkarriere wurde nur leicht umgebaut. Einige bereits existierende Features wie die regelmäßigen Ziele wurden einfach verlegt. Über die Saison hinweg wurde hier nichts erweitert oder verändert. Oh Wunder, EA Sports FC 24 ist genau wie der Vorgänger. Es ist immer noch Fußball, es ist immer noch Ultimate Team, was im Fokus steht und es wird immer noch die Cash-Cow gemolken. Aber warum sollte man ja auch was ändern? Electronic Arts steht mit EA Sports FC konkurrenzlos da. Klar, ich könnte jetzt hier über eFootball von Konami reden, doch das wäre genauso verschwendete Zeit, wie ein Spiel zwischen Real Madrid und Blau-Weiß-Gerbisch zu schauen und auf ein Tor der Dorftruppe zu hoffen. Solange EA mit dem Ultimate Team weiter Kohle ohne Ende abgreifen kann, wird ihnen der Rest egal sein. Ich habe sogar das Gefühl, dass man sich über Spieler und Fußballer lustig macht. Die Grundidee ist ja fein, sein eigenes Team aus verschiedenen echten Spielern zusammenzubauen. Dabei geht es um Spielerwerte, Chemie untereinander und erstmals können Frauen und Männer gemischt in einer Mannschaft eingesetzt werden. Apropos Männer und Frauen spielen zusammen, das ist ein neues Feature. Das bedeutet, es hat natürlich wieder für Probleme gesorgt, aber diesmal hat EA rechtzeitig reagiert. Nun aber zurück zu Ultimate Team. Die Idee dahinter ist vollkommen nachvollziehbar und machte vor 10 Jahren auch Spaß. Doch innerhalb kürzester Zeit wurde der Modus mit Spezialkarten geflutet. Ich kann es verstehen, wenn Spieler mit außerordentlichen Leistungen glänzen und dafür auch im Spiel ausgezeichnet werden. Doch hier passieren nur noch absurde Dinge. Ein Barish Atik kann dank Evolutionen eine Wertung rund um die 87 bekommen und Sunil Chhetri vom 10. Platzierten der indischen Super League bekam sogar eine 96er Wertung. 96 von 99 möglichen Punkten. Wenn ich eine Online-Partie starte, habe ich nicht nur das Gefühl, vor lauter farbigen Karten gleich Uno rufen zu müssen, sondern kenne stellenweise nicht mal die Hälfte der Spieler. Und bei der anderen Hälfte frage ich mich größtenteils, weshalb die überhaupt solche Top-Wertungen haben. Aber es gibt gleich mehrere Gründe zur Hoffnung. 2 kleine Studios und ausgerechnet FIFA. 3 neue Fußballspiele sind im Anmarsch und eins davon konnte man sogar schon anspielen. Nach der Trennung von FIFA und EA gab der Weltfußballverband bekannt, dass man sich an ein eigenes Spiel setzen würde und dafür auf der Suche nach einem erfahrenen Entwickler ist. Gerüchten zufolge hat sich mittlerweile ein Studio gefunden. Im Mai dieses Jahres tauchten Gerüchte auf, dass man sich mit 2K einig geworden und FIFA 2K25 auf dem Weg sei.
Doch das stellte sich schnell als Ente heraus. Der Leaker berief sich auf Spekulationen unbestätigter Quellen. Trotzdem bleibt 2K wohl immer noch der Favorit. Wer sonst sollte die Entwicklung übernehmen? Konami hat ein eigenes Nischenspiel, EA ist fein raus und 2K hat mit Spielen wie Topspin, WWE, NBA und PGA genug Erfahrung mit Sportspielen. Und genauso viel Erfahrung mit Ingame-Echtgeld-Shops, die für die FIFA sicherlich attraktiv sind. Die Uhr tickt und die FIFA sollte sich um eine zeitnahe Bekanntgabe bemühen. Der September rückt immer näher und der ist für Fußballspiele traditionell der Release-Monat. Wartet man noch länger, könnte das Spiel in der Versenkung verschwinden. Aufwind gäbe es dann höchstens noch mit der WM 2026. Für deutlich mehr Trubel sorgte bereits jetzt das 2021 angekündigte Spiel UFL. Die Fußballsimulation kommt aus dem Hause Strikers. Die Entwickler machen es sich zur Aufgabe, ein Spiel herauszubringen, das den Wünschen der Fans gerecht wird. Mitte Juni gab es die erste Beta, die zweite folgt im August. Bisher präsentiert sich das Spiel recht gut, obwohl oder vielleicht auch, weil es recht stark an FIFA angelehnt ist. Doch noch ist das allgemeine Spielerfeedback recht durchwachsen. UFL sei noch zu arcadisch und einfach. Es habe zu wenig Tiefe und noch keine vernünftige Balance. Strikers reagierten direkt und analysierten die Beta-Ergebnisse auf ihrem YouTube-Kanal. Regelmäßig geben die Macher Einblicke in die Entwicklungsprozesse und schaffen damit etwas, das EA seit Jahren nicht packt. Fannähe. Und der Titel kommt ohne Ingame-Käufe, dafür aber auch ohne große Lizenzen, bis auf West Ham United. Ein paar andere Spieler sind auch noch dabei, De Bruyne, Lukaku, Zinchenko und Cristiano Ronaldo zum Beispiel. Aber meiner Meinung nach sind Lizenzen gar nicht mehr so wichtig wie noch vor 10 oder 20 Jahren. Ja, Lizenzen tragen zur Immersion bei und ich möchte in meiner Spielerkarriere lieber neben den Topstars als irgendwelchen erfundenen Sportsfreunden spielen. Doch schauen wir auf EAFC, zeigt sich, im Ultimate Team kennt man auch nur grob die Hälfte, weil Zehntligisten plötzlich gleiche Werte haben wie Kylian Mbappé-Lothar. Wenn nun ein Spiel daherkommt und mit Gameplay überzeugen kann, dann bin ich sofort dabei. Und wenn ich auf fremdem Terrain einem neuen Team beitrete, kenne ich ja auch nicht von Anfang an die gesamte Truppe. Ich bin EA in der Hinsicht längst etwas überdrüssig. Die dritte Alternative geht sogar noch einen Schritt weiter und verzichtet nicht nur auf Lizenzen, sondern auch auf realistische Darstellungen von Spielern. Goals soll 2025 den Markt erobern und wirkt auf den ersten Blick wie ein Außenseiter. Free-to-play, erste Bilder, die eher an Valorant erinnern und Comic-Design. Stattdessen wollen die Entwickler mit Gameplay überzeugen und auch direkt in den E-Sports-Bereich einsteigen. Das Fußballspiel will die Teambuilding-Elemente aus Ultimate Team übernehmen, angeblich aber auf Ingame-Käufe verzichten. Leider gibt es bisher nur wenige Einblicke in das Spiel und veröffentlichte Videos sehen noch sehr roh aus. Immerhin ist die Website offen für Tester, womöglich steht also bald eine erste Beta an, bevor das Spiel 2025 erscheinen soll. Ihr merkt schon, Electronic Arts sollte sich langsam in Acht nehmen und den Elfenbeinturm verlassen, bevor er zum Einsturz gebracht wird. Auch wenn wir uns wohl alle einig sind, dass das noch einige Zeit dauern wird. Egal ob virtueller oder echter Fußball, wer einmal an der Spitze ist, der beißt sich fest. Doch vielleicht schafft es ja jetzt endlich mal ein anderes Fußballspiel den Weg von der Kreisklasse bis in die Champions League. Es muss ja nicht das Finale gewinnen, aber es reicht zu sagen, hallo EA, die Konkurrenz ist wieder da.